Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Wo wir... Ah, ein Kopf... Nein, nicht der Busch! Alter, hab ich mich... Boah, das darf doch nicht wahr sein. Nein, der schöne Busch. Er brennt, er schwelt. Die Beeren sind hinfort. Wir haben den Busch, der zweite Busch, den wir gekillt haben. Weil hier die Axt angezeigt wird, aber wir was ganz anderes aktiviert haben. So, den Tennisball, den ominösen. Und wir haben schon wieder die Axt weg. Das ist so blöd hier einfach. Ich weiß gar nicht warum und wir... das Spiel hat echt noch viele Bugs, aber naja. Niemand weiß, was es mit den Tennisbällen auf sich hat. Ich glaube, die sind eine Quelle unendlicher Energie einfach. So, haben wir denn einen Tennisball mitgenommen? Nee. Also ich dachte eigentlich, die kann man zur Ablenkung benutzen, irgendwie, dass man die werfen kann, aber ehrlich gesagt, hallo, jetzt nimm doch mal die Axt bitte mit. So, jetzt haben wir hier drei Äxte wieder liegen und einen Tennisball. Ich habe keine Ahnung. Ich frag einfach gar nicht mehr. Ich bin müde geworden. So. Ein Snack und ein bisschen Klamotten. Zum Glück können wir unendlich viele Snacks mitnehmen. Die haben wir schon gewildert. Hallo Vogelchen. Und ich frage mich, ob die Eingeborenen nochmal wieder zurückkommen hierher. Und eigentlich müssten die ja auch hören, wie wir die Koffer öffnen. Boah, bin ich froh, dass sie uns nicht gesehen haben, ehrlich gesagt. So. Da ist noch... Haben wir den Koffer geöffnet? Hier sieht es sehr geöffnet aus. Der hier ist noch geschlossen. Ein bisschen Clothing und ein leckerer Riegel. Und ich würde gerne wissen, wie man sich zum Beispiel Seile knüpft. Das wäre mal interessant. Aber ich glaube, dazu muss man erstmal diese neuen Technologien finden, oder? Also Technologien in Anführungszeichen. Man muss ja herausfinden, wie man die anderen Sachen alle baut. Und det weiß ich nicht. Ich sollte mal wieder ein paar Beeren essen. Wir kommen zurück zum Flugzeug übrigens. Und da oben ist noch eine vollwertige Mahlzeit für uns. Momentan haben wir den Bauch aber ein bisschen voll. Aber wir sind natürlich zurückgekommen, auch wegen der Koffer. Uah, ich dachte gerade, da steht einer. So, da hatten wir letztes Mal unsere kleine Basis. Wir erinnern uns, hat alles super funktioniert. Habe ich gerade schon den Eingeborenen gehört. Und eigentlich bin ich nur hier, um zu gucken, ob es hier noch irgendwelche Koffer gibt, die wir öffnen können. Denn ich hätte gerne alles an Cloth und vor allen Dingen an Riegeln, was wir mitnehmen können. Der Klotzriegel ist ja sehr bekannt für seine nahrhaftige Beständigkeit. Oh. Dich kann ich auch mal mitnehmen. Survival! Einfach nur, weil er gerade da ist und weil wir uns vielleicht bald ein Feuerchen wieder bauen müssen. Tja, ich sehe hier keine Koffer. Wieso sehe ich hier keine Koffer? Und ich bin jetzt extra ruhig. Ich sage nicht so viel, weil ich zwischendurch immer auf die Schreie der Eingeborenen achte. Weil da hinten scheint von denen ein Dorf zu sein und ehrlich gesagt... würde ich da jetzt auch gerne mal hingehen, einfach so. Und mal an die Tür klopfen. Weil vielleicht sind die ja nett. Die haben da schon so Skelettköpfe aufgestellt, so lustige. Wir waren hier noch nie. Und hier sind überall deren Zeichen. Ob das hier gerade eine gute Idee ist? Dass hier noch Karnickel rumlaufen, wundert mich ja. Ich dachte, die hätten sie schon alle aufgegessen. Aber wahrscheinlich ernähren die sich nur hauptberuflich von Menschenfleisch. Und
Offenbar sind alle ausgeflogen. Ach, guck mal hier. Tja, kein Wunder, dass die Hunger haben auf uns. Die haben hier schon alles aufgeknuspert. Hier noch eine Flair. Da ist noch eine Echse. Kaninchen. Alter, die haben hier doch... Nanü? Warum ist er tot? Ich meine, na gut, die sterben natürlich hin und wieder mal, aber der sah jetzt nicht so alt aus, ehrlich gesagt. Dass man sagen würde, oh, den hat bestimmt ein Tod ereilt. Da kommen sie, die kommen nach Hause. Und da hinten sind auch welche. Wo soll ich hin? Steht da einer oder ist das nur so ein Götzending? Ich gehe mal in Lauerstellung. War vielleicht doch keine so. Achso, ich dachte, da hockt jemand. War vielleicht nicht die allerbeste Idee, sich hier im Lager von denen aufzuhalten, aber. Noch leben wir, ja? Noch haben wir es überlebt und noch habe ich kein Ding-Dung-Ding gehört. Noch wurden wir also nicht entdeckt. So, ich würde gerne mal wissen, ob die jetzt im Lager bleiben, aber ich glaube, die bleiben eh nie da, ne? Die gehen da nur so ein bisschen durch. Das heißt, da haben die wahrscheinlich ihre Schnittpunkte. Von ihren Patrouillen. Jetzt sehe ich gerade gar keinen mehr. Und wieso habe ich immer die... Jetzt habe ich wieder die Kackaxt aktiviert. Und überhaupt. So. Das ist schon besser. Jetzt habe ich beide Äxte aktiviert. Auch gut. Ich hoffe, das gibt auch doppelt Damage. Ich glaube ja nicht dran. Ich habe mir gerade vollzeitig einen Zug gehört, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Es sei denn, es ist der Hauptbahnhof von Gifhorn, der hier in der Nähe ist. Das ist ja nur 10 Kilometer entfernt. So, da unten sind überall deren Überreste oder was? Oder sind das vom Flugzeug Überreste? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehe ich da unten deren Stammesdinger. Das heißt, die laufen hier auch Patrouille. Wo sind die jetzt hin? Da unten ist nix. Da. Ich versuche mal hier irgendwie durchs Gras durchzugucken. Es geht echt gut. Da hinten ist er. Scheiße. Vor allen Dingen darf es nicht zu spät werden, sonst wird es ja Nacht und wir sind immer noch schutzlos hier. War das jetzt nur einer? Ich habe da nur einen gesehen. Und der ist jetzt wieder weg, irgendwie. Hallo? Es hört sich echt an, als würde man mit beiden zuschlagen, was okay ist. Also wenn es nur einer ist, würde ich da ein One-on-One machen. Gerne auch verlieren, also ungerne auch verlieren. Aber wenn er seine ganze Sippe wieder dabei hat, wäre das ein bisschen ungeil. Ich weiß nicht, wo der hin ist, keine Ahnung. Regen scheint ihn auch nichts auszumachen. Steht doch einer, aber ich sehe keine anderen hier.
2002. So, der ist weg. Ciao, Mama! Boah, Entschuldigung, ich musste reagieren. Der lebt ja noch. Oh. Oh. Ich glaube, der lebt jetzt nicht mehr. Low Energy. Wir müssen gleich mal was trinken. Oder einen Snackmann machen. Was ich aber auch gerne machen würde. Ja, ja, wir sind covered in Blood und der Regen reicht natürlich nicht, um das Blut runterzuwaschen. Das frische, nasse Blut. So, weißt du was? Alter! Lass das! So. Ach, zwei Arme hatten wir eh dabei. Das ist natürlich sehr gut. Alter Schwede, die stecken aber ganz schön viel ein, die Viecher, muss man sagen. Getroffen hat er uns diesmal nicht, aber die stecken ganz schön viel ein. Was ist das denn? Hä? Haben wir das Schlamm genommen? Was war denn das, was da rumlag? Und vor allem, wie finde ich die Leichen jetzt wieder? Verdammt. Es wird ja auch dunkel. Ist das eine von ihnen? Ja, das sieht doch nach dem einen guten Mann aus. Hallo, mein Freund. So, da fliegt die Axt natürlich wieder. Wie immer. Das ist eine Hand. Da fliegt wieder noch ein Kopf. Noch ein Kopf. Ich glaube, das sind gleich zwei Köpfe, die wir da erledigt haben. Ein Bein würde ich gerne mitnehmen. Nicht ein Beil, sondern ein Bein. Wo ist denn das Bein? So, und wir müssen auf jeden Fall gleich noch was essen, was trinken. Eingeborene essen geht leider nicht. Ich möchte auf jeden Fall so ein kleines Souvenir hinterlassen, dass wir hier waren. Jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, dass hier nicht noch weitere von denen sind. Es waren zum Glück nur zwei, nicht drei. Was ist das denn? Geld? Aha. Es wäre schön, wenn die in ihren Dörfern auch mal was zu essen hätten, was Vernünftiges. Hier ist ein Tennisball schon wieder. Ich habe keine Ahnung, warum. Ah, ist ein Stein. Ich würde mich echt freuen, wenn die in ihren Dörfern einmal mal was zu essen hätten, was man sich holen kann. Wenn die da Koffer zusammengesammelt hätten oder sonst irgendwas. Vielleicht ist das ja in anderen Dörfern so. Hier momentan offenbar noch nicht so wirklich. Und ich frage mich, ob man mit dem angespitzten Speer mehr Damage macht als mit dem anderen Krempel. So, wo war das nochmal? Ich glaube da runter, ne? Ich will dir einfach eine Grußbotschaft in ihrem Dorf hinterlassen, dass sie auch genau wissen, dass wir hier waren. Da liegt noch eine Hand. Das ist ein Stein. Ich glaube, der Kopf ist einfach runter... Oder die Köpfe sind einfach runtergerollt. Blöd, dass man nicht zwei Köpfe auf einmal nehmen kann. Hier ist noch ein Bein. Keine Eingeborenen, gut. Vor allem, was ist denn das hier unten? Was schwebt denn hier in der Luft, frage ich mich. So, hier sind überall Steine, aber wo der Kopf ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und hier scheint... Oh!
Wir sind also im Wasser schon. Oh, ja! Wir haben einen Fisch geholt. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, warum wir im Wasser sind, weil hier sind wir ja offenbar nicht mehr im Wasser. Ich habe keine Ahnung, wie das hier alles zusammenhängt. Ich esse jetzt aber trotzdem mal einen kleinen Riegel. Wo sind denn... Da sind die Riegel. So. Da kriegen wir ein bisschen Energie und ich weiß nicht, ob wir die Köpfe jetzt hier bei dem... Es ist Nacht geworden. Scheiße. Ich wollte die Nächte eigentlich immer zu... Huch! Immer zu Hause verbringen. Jetzt ist hier irgendwas gespawnt. Aber das scheint ja nicht ganz zu klappen. Uah! 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 Wo sind die Körperteile, verdammt? Das sind doch alles nur Steine, die hier blinken. Und ich sehe jetzt gar nichts mehr in der Dunkelheit. Was ist das? So, wir haben hier Leck und Arme. Das sieht auch aus wie ein Arm. Das hier sieht aus wie unsere Axt, wie immer. Kann ich das Feuerzeug vielleicht benutzen, um ein bisschen... Aber das ist so lächerlich, dass man hier sowieso nichts erkennt. Na, vielleicht ein bisschen was, aber... Alter, ich will doch nur zwei Köpfe haben. Das ist doch nicht so schwer, dass man von einem Typen drei Köpfe kriegt. Wo ist das denn unlogisch, bitte? Ich glaube, das riesige Objekt, an dem wir gerade vorbeigehen, ist auch nur von einer Seite gebaut, ne? Hier im Level. Die andere Seite existiert ja gar nicht von diesem Ding hier. Und hier gehen wir einfach mal. Das finde ich super. So. So, wir haben genug Raw Fish, wie es aussieht. Könnt ihr eigentlich auch mal sagen, wann es full ist. Alter, uah. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht hier festhängen. Bitte lass mich hier wieder irgendwie rauskommen. Oh, Gott sei Dank. Wir sind hier momentan in einem No Man's Land, wie es aussieht. Was ist das denn? Das ist ein Frosch. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier wegkommen. So. Nein, nicht da drunter. Ich will nicht durch den Level-Glitch fallen. Nein. Ich gehe mal lieber wieder raus. Ich habe keine Ahnung, wo die Köpfe sind, aber eine alte muss da oben noch rumliegen. Ich würde unbedingt gerne die Stelle im Dorf zu Ende machen, damit wir sagen können, ja, wir sind hier gewesen. Aber wenn es halt nicht geht, weil es entweder gerade Nacht geworden ist oder zu dunkel oder irgendwas, dann ist es natürlich doof. Vielleicht bauen wir uns einfach ein vorübergehendes Lager hier irgendwo. So richtig sicher sind wir ja eh nirgends. Naja. Dieser Ort ist so gut wie alle anderen. Insofern Shelter, Click to Place. Jetzt mach ich... Nein! Alter, wie Zombies, wie Zombies. Entschuldigung, ich musste irgendwie, ich wollte jetzt wirklich nicht sterben. Einen kriegt man immer hin, aber drei sind einfach zu viele. Boah. Hey, wir kriegen Köpfe.
Wie mies das ist, dass die immer in Dreiergruppen angreifen. Die Zweiergruppe hätten wir hingekriegt, aber bei Dreien hört es einfach auf, muss ich zugeben. Huch. Hallo. Ich bin ein Freund. Okay, das war gemein. Hör aufs Maul, du Kröterich! Der wehrt sich gar nicht. Naja, einer weniger. Aber wie viel die einstecken, ist unfassbar. Und ich glaube, der lebt immer noch. Der lebt doch nicht mehr. Wie viel die einstecken, ist echt krass, muss man einfach sagen. Wenn dann drei angreifen von drei verschiedenen Seiten, dann bist du einfach geliefert, muss man sagen. Dann ist man einfach geliefert. Und es werden nicht weniger. Ist das nur der eine? Ich habe das Gefühl, manchmal wehren die sich auch nicht. Wie der Typ eben gerade. Huch. Hat der gar keinen... Der ist ja ganz nackt. Der hat ja... Wo ist denn da der... Wieso ist denn da kein... Warum ist da... Wie vermehren? Warum... Wieso ist da... Ich... Was? Ich glaube, wir haben ihm gerade einen Gefallen getan. Das war der penislose Peter. Der wohnt hier einfach... Ich hätte jetzt jeden Namen sagen können. Ich habe es nur genommen, weil es mit einem P war. Wegen der Alliteration. Und der wurde ja immer gehänselt. Deswegen habe ich ihn gerade von seinem Dasein erlöst. Und ich würde sagen, jetzt haben wir ja auch genug... Guck mal, da brennt der sogar noch. Das ist ganz gut. Da sehen wir jetzt, wo der liegt. Sonst hätte ich das nicht mehr gefunden. Wenn er das ist. Doch, er ist es. Schön, dass er brennt. Finde ich gut. Danke, Peter. Huch! Hä? Ah. Hat er uns gerade erwischt? Ich habe fast das Gefühl. Na jetzt aber. Habe ich den Kopf? Was rollt denn da? Habe ich den Kopf? Habe ich den Kopf? Habe ich den Kopf? Ja, ich habe den Kopf. Na endlich. Mann. Mit ein paar Bugs, das ist, ja. Aber wir haben ihn erwischt und er hat sich zum Glück nicht sonderlich gewehrt. Ich glaube, er wollte einfach aus der Existenz erlöst werden. So. Und jetzt endlich haben wir hier ein kleines Feuerchen und ich würde sagen, wenn wir eh schon mal hier sind, das Ding konnten wir jetzt ja nicht richtig bauen. Ja, hör auf zu zittern. Wir bauen jetzt hier nochmal ganz kurz ein richtiges Feuer hin. Ein Basic reicht da hier erstmal. So, dann sollten wir jetzt gleich wieder auftauen. Und ich hoffe, hier gibt's jetzt keine Eingeborenen mehr. Ah, und gleich gibt's lecker Happer. Ach, guck mal, da liegt immer noch einer. Ich weiß gar nicht, ob das der ist. Da liegen sogar zwei. Ach, das kann ja sein, dass die ihre Toten hier ranziehen, ne? Stimmt ja, das habe ich vergessen. Die ziehen ja ihre Toten auch zurück. Ich weiß aber nicht genau... Oh, guck mal, da liegt Geld. Ich weiß aber nicht genau, ob sie jetzt zu ihren Lagern ziehen oder wohin auch immer. Es wäre natürlich super. So, kann ich bitte essen? Alter.
Jetzt ist das Kaninchen da gerade reingelaufen. Halt, ich will das doch nur essen. Na also. Natürlich erstmal die Axt fallen lassen. Das eine Kanickel ist einfach ins Feuer gelaufen, hat sich selbst geopfert. Ich glaube, das wollte gegessen werden. Scheint hier alles so ein bisschen sehr selbstlos auch zu sein. Guck mal. Oh, Medizin. Achso, das sind unsere Bauarbeiten von da hinten. Ich dachte gerade, wir müssen hier was bauarbeiten. Noch mehr Medizin, super. Warum nehmen denn Eingeborene, ich wollte jetzt Außerirdische sagen, warum nehmen wir Eingeborene Medizin mit? So, wir bräuchten vielleicht noch ein paar Leguane. Hier ist noch Geld. Hier liegen lauter tote Kaninchen. Da lagen gerade 5 oder 6 tote Kaninchen. Die wir natürlich alle nicht mitnehmen können. Fische haben wir auch. Sehr gut, sehr gut. Wir werden also nicht verhungern. Ein Lagerfeuer haben wir jetzt hier auch. Hier haben wir noch ein bisschen. Und schon wieder ein Kaninchen, was hier in die Falle läuft. Hä? Guck mal. Noch, das sind 2, 3 Kaninchen. 4 Kaninchen. Alter, die vermehren sich wie die Kanickel. Was ist denn da los? Wir sind im Schlaraffenland. Ich habe nur das Gefühl, dass gleich die Framerate einbricht, weil das noch mehr kann. Was ist denn, Alter? Ich bleib jetzt hier einfach stehen und warte ab, was passiert. War's das? Und da sind auch überall Kaninchen. Das ist richtiges Survival. Wie in der Wildnis. Einfach überall spawnen plötzlich Kaninchen und sterben sofort bereitwillig am Lagerfeuer. Ah, die hat das Dingens gesehen, das Totem. Ja, ob wir diese Situation überleben oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich muss mich beeilen, damit ich die nächste Folge aufnehmen kann. Tschüss, scheiße. Thank you.